Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Und heute zeige ich euch einmal einen kleinen Guide von der Donnerlord, denn es ist seit längerem bekannt, dass es so ein kleines Secret Perk, also so ein verstecktes Perk gibt, in jeder exotischen Waffe. Und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt erstmal die einfachste Waffe, die Donnerlord, her. Denn auf dem E3 Gameplay jetzt im Hintergrund zu sehen, gibt es folgendes Perk und das ist Rolling Thunder. Und eben diese Beschreibung von diesem Perk sagt: Burn through your enemies with thunderous rounds and will both penetrate and detonate. Und das heißt auf Deutsch, eben die Kugeln, die in einen Feind einschlagen, brennen sich durch und detonieren, so dass mehrere Gegner ebenfalls auch explodieren können. Und irgendwoher kennen wir eben dieses Perk und das ist ganz bekannt. Ich glaube, jeder kennt dieses Perk und das ist von der Schicksalsbringer. Jetzt hier im Hintergrund seht ihr eben die Schicksalsbringer mit dem folgenden Perk: Feuerball, präzise Kills mit dieser Waffe lassen das Ziel explodieren. Also das ist ebenfalls so eine Arxus-Explosion. Im Hintergrund seht ihr jetzt, wie das eben bei Schargegnern ist. Wenn ihr denen einen Headshot macht, explodieren die in so einen Scharblitz. Und jetzt dazu, jetzt nochmal im Hintergrund gewechselt auf die Donnerlord. Langsam hier seht ihr ebenfalls, dass eben dieses Perk, dieser Rolling Thunder, dieser rollende Donner, ebenfalls noch in der Waffe drin eingebaut ist, obwohl sie nicht angegeben ist. In der Donnerlord, in der Beschreibung von der Waffe mit den Perks, ist sie nicht drinnen. Aber das ist eben so ein verstecktes Perk, was ebenfalls aktiv ist in einer Exo-Waffe. Und hier seht ihr es nochmal ganz langsam, wie ebenfalls, egal wo ihr hinschießt, immer zufällig ein Gegner explodiert und somit andere Gegner mitreißt, so dass sie eben sterben. Und das ist eben das Coole daran an einer Exo-Waffe. Es gibt ebenfalls von verschiedenen Waffen und verschiedenen Helmausrüstungen und so weiter immer ein kleines Secret-Perk, was eventuell noch nicht entdeckt ist oder schon entdeckt ist. Und ich finde das cool, dass Bungie eben so kleine versteckte Easter Eggs einbaut. Ja, Easter Eggs kann man nicht sagen, aber man baut es eben ein. Hier ist es eben so, dass eben das Perk schon drin war, aber jetzt einfach nur ersetzt wurde. Durch das Perk, dass man, wenn man schneller schießt, ebenfalls auch weniger Rückstoß hat. Und ich finde das cool, dass sie es einfach trotzdem drinnen gelassen haben, eben dieses Perk, dieses Easter Egg. So, und wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt, also von so Secret Perks, so kleinen Easter Eggs in Waffen, in Exoslots, schreibt es mir runter in die Kommentare, was ihr ebenfalls sehen wollt, ob ihr das sehen wollt. So, und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert für mehr Destiny-Videos. Danke, ciao und tschüss, euer Jasex.